Hallihallo und willkommen bei Minecraft Live in der Woods mit Anduin. Hallo, grüß euch. Yes, und meiner Wenigkeit. Grüß euch. Ja, Mit Sonnenaufgang und Tibras halbfertiger Windmühle. genau so ist es ja. Ich habe gerade überlegt, welches Dach oder wie, mit welchem Stein oder so ich das mache. Und überhaupt. Und generell. Hast du da eine Idee für mich? Nein, ich bin schon froh, dass ich da herum mit ihnen habe. Vielleicht mache ich aber auch jetzt mal das Segel, also die Windmühle, also das Windsegel. Das wird Das auch noch. Windrad. Ja, Windrad war das Wort. Danke. Bitte. Ja, ich hab, oder überhaupt in der letzten Folge hatten wir einen Zeitraffer, da hat die Tibra noch, hast du da an der Windmühle gearbeitet, oder? Ja, so Kleinigkeiten Ja. ausgebessert, da den Weg rauf angelegt. Ich habe da den Teich, also Teich, aber diese Bucht da ein bisschen ausgehoben. Und ja, heute beginnen wir mal mit den Stegen, die da entstehen sollen. Okay. Dazu werden wir jetzt da Ich mal. glaube, ich bin den Weg gerade umsonst gelaufen. Ich habe in der Windmühle schon einen Arbeitstisch. Den Schotter austauschen. Auf Sand. Das hat rein optische Gründe. Weil das einfach besser gefällt da entlang von so Stegen und so. Deshalb nehme ich da immer den Kies weg. Ich habe so viel gelumpert im Inventar. Halleluja. So, dann kommt Donnerns hier, das nehmen wir auch mit. So. Ups, was da? Ja, wir haben eine längere Aufnahmepause hinter uns. Ja, es war einfach rundherum so viel zu tun. Jetzt haben wir gesagt, wir machen ein bisschen Pause, schadet ja oft nicht. Eine Kreativitätspause. Ja, das weiß ich ja nicht. Aber. Okay, dann nicht. So, na, das nicht, das nehmen wir. So, ich glaube, das können Gut. wir mal da so lassen. Da werden wir auch noch Ich austauschen. habe mir sicher. Speckstein, Speckstein. Mit welcher Farbe machen wir denn die Siegel? Klassisch weiß? Weiß. Achso, Okay. nein, Blödsinn, du hast ja die weiße Fassade genommen. Ja, stimmt. Rot. Das würde bedeuten, ich brauche rote Schafe, damit ich die rote Wolle rauskriege gleich von vornherein. Ja, aber. Rosa? Na, ja, doch, in weiß. Oder in ein hellgrau, das würde auch gehen. Hellgrau. Okay, da muss ich die Schafe aber grau einfärben. Aber da wäre schon so viel Wolle herinnen. Lila So, oder damit blau würde haben auch wir das gehen. auch schon den Austausch da. Ja, Ah, ich da färbe. fehlt noch. Habe ich da wieder Schotter reingesetzt? Also Sicher Schotter Schotter. habe ich jede Nein, Menge. nein, ich brauche keinen Schotter. Ich Okay. tausche ihn ja gerade durch Sand. Okay. So, jetzt schaut das glaube ich gleich mal viel besser aus. Also jetzt haben wir da durchgehend so eine kleine Sandbank. Was ich Jawohl. da alles herinnen habe. Puh. Passt. Und jetzt werden wir da Stege anlegen. Ich glaube, Okay. Wolle. glaub, wir Wolle werden für einen Hölle. so quer und dann einen so da längs noch, weil allzu groß wird das Hafengebiet da ja nicht. Ja, das ist ja eigentlich nur Ist so ja, eine andige Stelle, ne? genau, es ist ja relativ klein da. So. Ah ja, und Bäume halt. Wollte ich noch nachpflanzen da drüben. Das mache ich auch noch schnell. Jetzt habe ich ja nichts mehr frei. Cool. Ja, zwischen der Aufnahme waren wir dann noch fleißig, beziehungsweise beim letzten Mal, wie wir dann aufgehört haben mit den Aufnahmen, haben wir danach noch ein bisschen weitergemacht. Wir haben da alles gefällt. Auf dem Was Plateau da. ist das?
da setzen wir jetzt noch schnell was nach. Wir werden irgendwann demnächst wieder Holz brauchen. Wir haben zwar eh einiges bekommen. Mit den ganzen Gebäuden, die ja, da entstehen sollen. So, jetzt werden mal Schäfchen gefärbt. Grau ist aus. Graue Schäfchen. Ja, grüß euch, meine Herde. Ja. Grau, grau, grau. Sehr schön. Ihr werdet dann gleich geschoren, geschoren, geschoren. So, ich glaube, das sollte dann mal reichen mit Bäumen. Geh weg da. Du, geh weg, geh weg. Lass mich da rein. Selber schuld. Dann kommt das raus. So. So, und wie immer beginnt unser Steg mit einigen Holzpfeilern, die aus dem Wasser ragen werden. Ah, sehr praktisch. 1, 2, 3, 4, allzu breit will ich es dann nicht. 2, 3, 4, 5. Das wäre dann eigentlich... Ich lege jetzt einfach an Mist rein. So, meine Lieben, Futterzeit. So. Ach ja, die Grauen will ich doch vermehren. Das bist du. Das bist du. Und du. Du nacktes Schaf bist auch noch grau. Kleines, geh weg. So. Wir werden dann noch ein bisschen ausdünnen. Schade, das geht natürlich nicht. So. Das soll ja ausschauen, wie wenn die reingeschlagen werden. So, und nicht, dass die da auf den Schotter draufstehen. 3, 4. Naja. Ich kann die Keule nicht nehmen. Hoppala. Geh weg, ich will ja da. Alles klar. Jetzt. Erde, Erde, Erde. Ich schau dann gleich rüber zu dir, denn ich bin neugierig. Du siehst aber noch nicht viel. Ja, trotzdem, wie du das Ganze angehst. Wo sind jetzt die grauen Schafe? Ich habe extra was Graues gefärbt. Du bist weiß, du sollst grau sein. Oh. So, dann müssen wir den da auch nochmal weg. Geht da weg. Weg, weg. Ein Witz. So. So. Gut, dann haben wir das jetzt einmal. Nein, springt er in den Teich herum. Jetzt passt es 2, 3, 4 von Viol. 1, 2, 3, 4. So ein schöner Sonnenuntergang. Da. Da. Den Weg von der Mühle runter lassen wir direkt ins Weizenfeld, oder? Münden. Schon, dachte ich mir. Von der Mühle runter? Nein. Ja. Du hast ja extra auf der anderen Seite Richtung Bauernhaus das. Okay, umbaut. Soll vom Feld keiner raufgehen? Gute ja. Frage. Kannst du einen anlegen? Ja. Interessant wird das Rumbalancieren oben. Okay. 3, 4. Was wird dann da? Oi, oi, oi. Was denn?
Nein, nein, passt schon. Ich sag nur, oje, was das wohl wird. Na gut. Dann stimmen wir sie dann mal Werkbank auf. Machen wir wieder Tag? Kannst du gerne machen. Und kann ich auch. Da, ja. So. Dankeschön. Bitte, ist zum Bauen einfach angenehmer. Viel angenehmer, ja. Achso, habe ich jetzt noch Schotter im Inventar? Natürlich nicht. So. Jetzt werden wir mal einige Bretter erstellen. Und aus dem machen wir gleich mal halbe. Ja, da komme ich mit dem hier aus. Das müssten es sein. Dann brauche ich das hier. Okay. Kommt das da alles retour rein? Den Halbblock auch. So. Hey, das geht auch. Hopp. Oder nicht? Ah. Hihi. So. Da habe ich noch ein Stück drauf. Der Ausblick von da ist super genial schön. Wo bist du? Fast bei dem Zapfen, wo die Blätter, die Mühlräder runtergehen. Ah ja, sehe ich gerade. Wir sehen die Tiber da drüben balancieren. So ist es. So, dann brettern wir da geht sich das Ganze das ein. Ja, es geht sich noch nicht für mich aus. Eins, zwei, drei, vier. Hoppla. Eins, zwei, vier, fünf, sechs. Dann kommt da noch eins hier und da. Genau. Sieben, acht. So, nachdem unser unser Dorf da relativ kleine Wasseranbindung hat. Oh, das regnet. Gibt das Hafengebäude kein rein nur Hafengebäude, sondern wird zu kombinieren mit der Kneipe, die da auch gleich entstehen soll. Mhm. So, interessant jetzt wenn ich den Ausleger links rechts mache. Dann schauen wir mal von da oben.
Ja, das ist jetzt noch eine ziemliche Fläche da, der Steg. Wir werden genau da, wenn wir rausgehen. Ah, da mache ich vielleicht gleich eine Stiege rauf. Sehr schön. Ziemlich breit geworden, oder? Was denn? Schaut ziemlich massiv aus, wenn ich da anschauen. So, auf der anderen Seite. Nochmal da weg. Okay, das könnte gehen. So. Mhm. Gut. So, wir sind da. Jeder überlegt, wie er was am besten machen könnte. Dann uns 1, 2, 3, 4. Ich mache gerade Resselverwertung. Ja, was gibt's denn dabei zu erzählen? Ein neues Game. Ja. Oder hatten wir das schon angesprochen? Nein, ich glaube, wir haben nur gesagt, dass wir es zugelegt haben, aber... Dass es sich zu einer Sucht entwickelt, hatten wir nicht gesagt. das haben wir noch nicht erwähnt, ja. Kubra spricht von Payday. Ja. Das war im Steam Sale erhältlich. Vor 14 Tagen, glaube ich, ist es jetzt schon wieder her. Das ist so cool. Ja, stimmt. Hat mich gepackt. Ja, nicht nur dich. Also ich habe eine Zeit lang gebraucht, aber jo, ich muss sagen, na, sehr, sehr, sehr cool. Ich überlege jetzt gerade, warum ich mich nicht mehr ducken kann. Du kannst dich nicht ducken? Ja, aber es kann natürlich sein, dass ich mir das Durchbelegung in der Kämpfe eingreift. Aber ich dachte, es wäre auf der Taste da gewesen. Das ist Sprinten. Ja, das ist Hüpfen. Da musst du doch da. So, jetzt muss ich dann sicher wieder gleich ins Frauenhaus laufen. Weil ich brauche Butter. Ah, ich weiß schon, was das ist. Jetzt habe ich es erst recht rausgeschmissen. So, nicht gescheit. Ich Butter. Nein, keine Butter. Ah, auch nichts. So, machen wir. Ja, Payday, was haben wir in Payday schon erlebt? Banken ausgeraubt, Juweliere ausgeraubt, ein jetzt Autohaus. Ja, haben wir Sportwagen geklaut. Müssen, ja. Das war sehr interessant. Ein sehr schnelles Spiel. Ja, kommt drauf an, im lauten Modus ja. Das ist jetzt ein richtiger Ego-Shooter. Im Stealth-Modus ist es eigentlich ein sehr, sehr ruhiges. Immer sehr viel herumdüfteln. Und probieren, ja. Ja. Mal schauen, so, ob das ein angezockt oder ein Let's Play wird. Ja, vielleicht so unregelmäßig oder so, je nachdem. Wir haben ja einige... mehrere Mitschnitte oder so haben. Man kann einmal einzelne Folgen rausbringen. Ja.
So. So. Das klappt das ganze Wetter viel zu kalt. Ich schau mal rein. Ja, für die Bucht ist das zu groß. Aber hat da keinen Seglerplatz? So ein Dreimaster oder so? Nee, ich hätte es eigentlich so gebaut, wie wir damals unsere Stege auch hatten. Mhm. Also okay, prinzipiell. Ich sehe gar nichts, wenn ich darüber schaue, den Regen. Okay, ja, aber. Nachdem das halt keine Meeresanbindung ist, sondern nur so ein kleiner Fluss ist, das Fluss groß da. Naja, wie wir das lösen, das schauen wir sich in der nächsten Folge an. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Minecraft Live in the Woods mit Andrin und Tifa. Ciao! Ciao.